Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder, dem besten Spiel aller Zeiten. Mit mir wieder dabei der Seras. Servus. Und ihr seht schon, wir fliegen heute 2-0 Deutschland. Vier Flugzeuge habe ich mir ausgesucht. Das fünfte gibt es bei der 2-3er-Variante. Aber ich würde sagen, starten wir direkt und ich lese vor, was wir über die Do 217 haben. Genannt wurde sie fliegender Bleistift. Und sie flog von 41 bis 45. Die 217er-Reihe war der Alleskönner der Luftwaffe, welcher nicht nur als Bomber eingesetzt wurde, sondern auch an jeder Front als strategischer Bomber, Torpedobomber, Aufklärer, Luftnahunterstützung, in Geheimoperationen und später sogar als Nachtjäger. Die J1-Variante, die wir heute fliegen, ist einer dieser Nachtjäger, ausgestattet mit BMW-Motoren, welche je nach Ausführung bis 2000 PS abrufen konnten. Und bei den Crews war sie unbeliebt, weil sie zu schwer hatte und keine Leistungsreserven, wenn es drauf ankam. Dafür macht sie Tacker. Ich wäre richtig beeindruckt, wenn du das aus dem Kopf wüsstest. Ja, aber nein. Aber nein. Ich weiß das aus meinem schlauen Büchlein. Also das Einzige, was ich wusste, war der Bleistift. Okay, das ist cool. Ja, also das war wie die 110. So ein Flugzeug, was die. Ich nehme keine Bomben mit, by the way. Nee, nee, ich gehe auch. Ich gehe hoch, ich Air will Defense Fighter? Aufklemmer. Air Defense, Luftbomber gehen. Ja, was wollte ich sagen? Achso, ja, das war so wie so ein Video 110, so ein Flugzeug, wo sich die Luftwaffe einfach nicht von trennen konnte, obwohl es eigentlich besser gewesen wäre. Ja. Ah, die schwarze Lackierung ist hübsch. Ja, macht nur am Tag echt überhaupt keinen Sinn. Echt, ne, wo sind die Knife Battles, wenn man sie braucht? Wir wollen doch Nachtjäger spielen. Ja. Wäre eigentlich cool, wenn es sowas wieder geben würde, aber das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Es gibt noch diese Dämmerungsgefechte, wo die Sonne gerade untergeht. Oder gerade noch über den Horizont geht oder so. Das gibt es noch, aber richtige Nachtgefechte. So, die Frontbewaffnung sind nämlich 420er. Ich habe sogar Luftzielmunition dabei und 4792er. Also nach vorne geht schon was. Also wenn dich so ein komischer Doppeldecker anfliegt, brauchst du wahrscheinlich nicht mal die 20er, aber es macht trotzdem mehr Spaß mit. Das müsste den eigentlich komplett zerreißen. Ich finde, das sieht halt auch irgendwie sehr cool aus, wie die da noch rausstehen, die Waffen. Ja, wenn die noch irgendwie so angemalt werden, anderen Farbe, damit der Gegner direkt sieht, oh mein Gott, besser nicht. Ja, am besten in Neongrün oder Rot oder Gelb. Ja, manche Insekten haben das ja auch. Einfach hier so Warnfarben. Greif mich nicht an, Ach, Kollege. deswegen ist die King Cobra bei den Amis sogar angemalt. Es muss so sein. Ich dachte gerade schon wieder, B17. Ich glaube, nee, so weit wurden wir nicht gehaptiert. Das wäre aber auch völlig egal. Die B17 würden trotzdem zerschreddern. Ja. Oh, die wird aber sehr schnell heiß. Ja, ich bin auch schon aus dem Web raus. Das ist, glaube ich, das, was die Piloten damals mit den Reserven meinten. Oh, die F-222, die geht auch hoch übrigens. Ist ja gerade großes Thema, die BR-Anpassungen. Gibt es wieder viel, ja, Freude für. Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, von den BR-Anpassungen tangiert mich jetzt nicht so wirklich. Nö, nö, Also, es ist nö. nichts, wo ich jetzt sage: Oh mein Gott, das funktioniert nicht. Ich finde den T-34-85 ein bisschen merkwürdig, aber ansonsten, klar, die Jumbo-Spieler echauffieren sich, dass er noch höher geht. Was ist ja die 6-7er-Variante, nee, Die 7-6er Variante. 6-0er-Variante, die geht jetzt auf Ja, der 6-3. 7. Ich gehe mal Richtung Swordfish. Swordfish? Richtung Schwertfisch. Bist du auch so einer, der das W mitspricht? Swordfish, ja. Unglaublich. Wo wir schon mal dabei sind, ich glaube, sind wir gar nicht mal so krass vom BR. Wenn wir auf sowas Nettes treffen. Sie tut mir leid. Wobei die dich locker austönt. Pass auf die I-16 auf. Gustafa. Warte mal, hängt sich die Swordfish hinter? Nee, okay. Nee. Okay, das war wirklich gemein. Das Geile ist, ich habe einen Pilot Snipe gemacht. War auf jeden Fall nötig. So, die 16 kommt aber, sie wird das nicht gut finden. Ein Flieger auf dem Monitor, geh weg. Okay, ja, ich habe gerade auch einen Dreckklumpen auf dem Monitor verfolgt. Komm, I16, die setzt sich, glaube ich, hinter dich. Ne, sie will Nein, hinter die hängt mich. hinter dir und du fliegst weg von mir und du bist schneller als ich.
Ja. Gut so, ne? Nee, sie dreht um. Okay. Ich drehe Okay, auch jetzt hört mal. sie mit mir. Willst du zurückkommen? Ja, ich komme zurück gerade. Ich drehe gerade. Ach ja, die CW geht hoch auf 2,7. Oh, ja, auf jeden Fall, tödlich. Und die Spaghetario auf 8,7. Kriegt sie wieder ihre gute Muni? Nee, und sie behält auch ihre Reparaturkosten. So wie es aussieht. Bitte nicht mich rammen. Aua, hängt da was hinter mir? Nicht, dass ich wüsste. Oder ist eine La-15 unter mir? Auch eine I-15. Nein! Das ist Ich gar nicht so. kann Das ist nicht. gar nicht so geil, wenn du mitten im Pulk bist. Nee. Ja, gut, das war's mit mir. Mit mir gleich auch. Das Ding ist, glaube ich, nicht gebaut für Turnfights. Nee, so gar nicht. Ah, wisst ihr was? Dann mache ich es anders. Dann fliege ich euch halt so weg. Nee, nee. Ich glaube, wir hätten da nicht einfach so kopflos reinfliegen sollen. Ach doch. Ich habe den gefährlichsten Gegner ja ausgeschaltet. Ja. Oh, bitte töte Gustafa, der hat so eine hässliche Tarnung in seinem Ich Flugelzeug. kann leider nichts machen. Okay, merkt Leute, das Ding ist kein Turnfighter. Nee, so gar nicht. Aber es war trotzdem Warte, lustig. bist du raus? Ich bin raus, ja. Oh, ich konnte es nicht mal mehr sehen. Schade. War eh nicht spektakulär. Speck. Ich habe eben gegessen. Ich habe jetzt keinen Hunger. War es das mit der 217 schon? Ja. Okay. Gehen wir auf das nächste Viech hier. 112 B0. Das Konkurrenzmodell zu 109. Mensch, ich weiß Dinge. Ja, denn die He-112 ist ein Jäger, der die Ausschreibung gegen die Messerschmitt 109 verlor. Daher wurde auch nur eine kleine Anzahl gebaut. Einige Exemplare gingen sogar an den Export. Spanien war durch die Erfolge im Bürgerkrieg imponiert und kaufte 10 Maschinen. Japan kaufte sogar 24 Maschinen mit der Option für 48 weitere. Diese Option wurde aber nie gezogen, da sich die A5M, nee, da die A5M der 112 vorgezogen wurde. Österreich kaufte 36 Maschinen zu einem Stückpreis von 163.000 Reichsmark, was laut Google heute 588.000 Euro wären. Schon teuer für so ein kleines Holzding, ne? Boah, wobei ist halt ein Flugzeug, ne? Ja, durch die Eingliederung wurde das Geschäft aber hinfällig. Für Finnland war sie ebenfalls zu teuer und die Niederlande wollten ebenfalls 30 Stück, konnten sie aber nicht bezahlen. Oh. Die gingen dann nach Rumänien. Das Ding war kein schlechtes Flugzeug. Die 109 war einfach besser. Ich glaube, hätte dieses Ding nicht die Knickflügel gehabt und auch so, ich sag mal, dünnere Flügel, die höhere Geschwindigkeit erlaubt hätten, wäre das Ding richtig gut abgegangen. Ja, diese Version, die wir hier fliegen, hat nämlich im Gegensatz zu anderen den Jumbo 210 Motor mit einer Leistung von 631 PS. Die Bewaffnung sind 220er und 2792er. Und damit sogar stärker bewaffnet als die ersten 109er. Stimmt, ja. Und auch hübscher als die ersten 109er. Generell hübscher als die 109er. Ich bin kein Fan der Ja, 109. weiß ich nicht. Also ich finde den Rumpf schon sehr schick, aber ich mag die Flügel nicht so. Ich bin in, ja, bei mir ist das Problem, ich bin kein Fan der 109, deswegen. Weg mit ihr. Weg, weg. Na gut, von hinten sieht sie auch ein bisschen komisch aus, so zusammengedrückt. Also von der Seite der Rumpf ist sehr hübsch, aber diese Knickflügel bei einem Fighter sehen irgendwie merkwürdig aus. Vor allen Dingen, die sind unglaublich dick und schwer. Ja, die F4, der steht das besser. Ja, die hat aber auch nicht so dicke Flügel. Nee, aber das Cockpit sieht ganz cool aus. Oh Gott, ich muss den Sound mal ein bisschen leiser machen. Was haben wir denn für Werte hier? Steigrate ist voll okay. Wendezeit auch. Ich denke mal, du bist komplett ausgebaut auf dem Ding, oder? Ich glaube sogar nicht. Also, Okay. ich habe, glaube ich, im letzten Tier noch ein, zwei Sachen nicht. Wie du schon sagtest, ich bin eher so der 109er-Typ. Außerdem finde ich die mit der 21er besser. Ich bin kein Fan davon, dass in einer 20er nur 60 Schuss drin sind. Und dabei hast du halt auch zwei, die halt gleichzeitig feuern. Ja, gut, die andere ist aber auch mehr gegen Ground Targets. Oh, ich mag sie gegen beides. Ich finde die hier dann besser gegen andere Flugzeuge.
Ja gut, die hier hat halt nicht die gute 20er. Ja, genau. Das hier ist halt, das sind glaube ich die gleiche Variante der 20er wie in der Nase von der ersten 109. So, also jetzt müssen wir einen Ruf verteidigen. Also wir müssen zumindest mal ein paar killen direkt vor uns. Wir sind ein bisschen weiter rechts unten auf Bodennähe. Okay. Mach mal ein bisschen Geschwindigkeit auf. Hier in die Richtung. Ich brauche mal ein bisschen Geschwindigkeit auf. Okay, ich glaube, das sind einfach alle. Ja, das sind... Oh mein Gott! Ja, kann sein, dass du da vorne die KI-Flieger siehst, oder? Sind das KI? Direkt voraus? Ich meine, ja, die fliegen so in einer Gruppe, das müssten KI-Flieger sein. Ich achte so selten auf KI-Flieger, muss ich zugeben. Ja, es sind... Ey, oh, es war knapp. Mann, gerade, die haben schon wieder scharf schießende Flak da unten. Mhm, ich sehe es. Die hatte ich sehr lieb. Oh ja. Die andere auch, ja, die auch. Ich bin so beliebt heute schon wieder. Paparazzi, ich habe mein On-Air-Schild doch gar nicht drauf. Ich glaube, Flugzeuge kannst du das auch nicht packen. Schade. Also 3D-Objekte auf Flugzeuge wäre sehr lustig. Ja, eigentlich total schlecht durchdacht von Gaijin. Ja gut, das macht halt wenig Sinn, dass du dein Airframe damit zukleisterst. Ja, aber da müssen die auch irgendwas machen, damit die als CCs halt flexen könnt. Ein Sherman-Tank auf ein Flugzeug. Ja, in der großen On-Air-Belackierung. Ja, genau. Vor dir. Ja, 5 Kilometer. Den solltest du nicht alleine angehen. Außer er sieht dich nicht. Ja, das ist mein Problem, was ich mit dem Ding habe. Es wird nicht schnell. Ja, das ist, geht so. 502. Aber dafür ist es turns angegeben. Halt ganz gut. Shinano Hamakaze. Gesundheit. Ja, ne, die meisten sind rechts von uns, aber ich würde sagen, die fliegen jetzt mal Richtung Shinano. Ja, der, die das, merkt auch schon, dass wir näher kommen. Mhm. Wow, Flak, chill mal deine Base. Also wirklich deine Base da unten. Okay, kommt auf uns zu. Ki 43. Ich duck drunter weg. Okay, den müssen wir zusammen angehen. Also der weiß, was er macht. Ja. Ich hoffe, er hat in letzter Zeit nicht so viele 112er bekämpft. Ich habe Kampfklappen, sehr schön. Mhm. Also der hängt sich hinter mich. Ja. Geh mal ein bisschen raus und dann komm wieder rein. Okay, jetzt geht er auch hinter dich. Ja, der hängt sich hinter dich. Okay, er switcht die ganze Zeit zwischen uns. Wir müssen mal weiter auseinander. Ich muss ihn erstmal wieder sehen. Na, ich glaube, er hat mich noch lieb. Nee, der switcht immer zwischen uns. Dass er in so einem Abstand hinter uns bleibt, dass wir ihn nicht beschießen können. Okay, jetzt hat er sich für mich entschieden. Ja, ich komme. Mein Gott. Die verliert sofort ihre Energie. Alter, die Japaner im Load hier sind halt so brutal. Das ist unglaublich. Ich flieg mal ein Stück weiter weg. Treffer. Ich hab ihn getroffen, da war halt nichts Schlimmes. Bin wieder im Anflug. Mhm. Alter, der nervt mich. Wir müssen schnell machen, der kriegt Gesellschaft. Ja, ich versuch's. Ach, verdammt. Knapp. Hits. Ja, Hits habe ich auch schon gelandet. Nein, lass den Scheiß, mein Freund. Du bist schneller als er.
Ja, ich muss aber auch sagen, das Ding fühlt sich. Na, jetzt ist er, glaube ich, hinter mir. Es fühlt sich nicht so gut an. Es fühlt sich sehr schwer an. Ja. So, ich fliege ihn wieder an. Du fliegst gerade von mir weg. Ja, ich weiß, ich habe ihn auch hinter mir. Das Gute ist, die Seiten nur so kleine Kack-MGs. Wieder nur ein. Alter Falter, das nervt mich. Vor allen Dingen die 20er nerven mich an dem Ding hier. Oh mein Gott, verbessert er mich? Nee, doch nicht, okay. Ah, komm, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Nicht in die Bäume. Oh, doch, ich habe meinen Flügel abgerissen. Ja gut, dann mache ich jetzt einen Abgang. Ja. Ich werde jetzt drauf gehen. Ich habe nur noch einen halben Flügel. Oder anderthalb. Also es hat schon seinen Grund, warum ich dieses Ding nicht so gerne fliege. Jetzt kommen auch vier andere, also irgendwie. Kein Wunder, dass die Japaner das Ding schnell wieder in die Garage gestellt haben. Ich treffe mit dem Ding halt überhaupt nicht. Also Also ich nichts. schlage jetzt auch aus, da habe ich keine Lust drauf. Nichts Vitales auf jeden Fall. So, hack mal die 112 auch ab. Gut, weg damit. Und jetzt kommen wir zu einem hübschen Flugzeug, was auch was kann. Nee, also das Ding hat sich echt schwierig, also ich wirklich, also ich glaube irgendwie, du hast dich wendiger angefühlt. Ja. Und Geschwindigkeit ausspielen ist im Ding halt auch nicht, weil man halt nicht wirklich schnell wird. Ja gut, ich konnte halt jetzt schnell weg, aber das Problem ist, der hat halt so eine gute Übersicht gehabt, dass er einfach ausgewichen ist in dem Moment, wo ich wieder angekommen bin. So, was war denn nochmals nichts? Ah ja, die HE100. Wo haben wir sie denn? Nein, nicht da. Rang 2. Ne, ich meine, ich muss sie hier noch in meinen Deck setzen. Da, da ist sie. So, die HE100. Eine Idee eines Jägers, der nie in Dienst gestellt wurde. Ein Grund war die 109 und die Politik des Luftfahrtsministeriums, welche Jagdflugzeuge an Messerschmitt gab und Henkel bekam, oder Heinkel. Heinkel war das, ne? Heinkel. Heinkel bekam die Bomber. Kein Prototyp dieser Maschine hat den Krieg überlebt. Und selbst die Blaupausen sowie andere wichtige Dokumente wurden nie gefunden, weswegen vieles heute Spekulation ist, was dieses Flugzeug betrifft. Was man aber weiß, ist, dass zumindest ein Geschwader von den Dingern das Werk verteidigt hat, in dem es gebaut wurde. Genau, danke für den Spoiler. Ja, gerne, gerne. Ich muss ja auch ein bisschen angeben, ohne dass ich vor Ja. mir irgendwas rumliegen habe. So, was nämlich jetzt für Munition Allzweck, würde ich sagen. Ja, das ist ein ganz interessantes Flugzeug. Das ist hier ein komplett anderes Design, was Kühlung angeht. Aber ich nehme an, darüber sagst du auch gleich noch was. Gucken. So, was aber dokumentiert ist, ist das Ziel, dass das Ziel von 700 km/h um 50 km/h verfehlt wurde. Und da die 109 zum gleichen Zeitpunkt weiter in der Entwicklung war, wurde sie dann halt genommen. Mal gucken, dass ich hier nicht schnell in irgendjemanden reinfliege. Oder du abgeknallt wirst. Ja, ich fliege mal ein bisschen nach rechts. So. Also die Entwicklung wurde dann schon beendet, bevor sie wirklich losgehen. Die 12 gebauten D1-Varianten, die wir hier fliegen, wurden bei Kriegsbeginn von Testpiloten geflogen, um die Fabriken zu verteidigen, wie du eben schon gesagt hast. Aber zu dem Zeitpunkt kam kein alliierter Bomber auch nur in die Nähe dieser. Das Schicksal der Maschine ist unklar und sie wurden zu einer Quelle von Mythen und Propaganda. Ähnlich die des Nachtjägers He-113. Ist halt schade, dass keins davon überlebt hat. Oder dass man Ja, nicht also weiß, was es wird auch daraus grob geworden ist. groß drum gestritten, was die Bewaffnung angeht. Also viele sind sich sicher, dass es in der Propellernarbe eigentlich noch eine 20er gehabt hat. Und bist du fertig mit deinem Vorlesen? Ich bin fertig, ja. Das ist strange, weil wenn man sich die Maschine mal anguckt, da fällt einem direkt auf, dass es keinen regulären Kühler hat. Also von hat Vicky jetzt nichts gesagt. Das ist eine Testvariante quasi gewesen. Die Kühlung sitzt komplett in den Flügeln. Quasi eine Wasserkühlung, die die Hitze dann über die Flügelflächen abgibt. Okay. Deswegen bist du ziemlich am Sack, wenn dir jemand die Flügel perforiert.
Also deswegen verzichtet der fast komplett auf reguläre Lufteinlässe. Der hat vorne links am Flügel einen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, einen kleinen. Ja. Ja, und die hat echt Leistung, die Maschine, und sie turnt auch echt schön. Fühlt sich auch schon viel leichter an als die 112 eben. Mhm. Ja gut, du hast hier halt auch wieder, ich sag mal, filigraneres Bauwerk. Ja. Ja, und was auch schade ist, dass wir nicht die Tarnung der Werksflugzeuge besitzen. Die wäre nämlich schwarz gewesen. Ja, da kam dann auch dass der Mythos der HE-113. Weil die dann hingegangen sind und von diesen Werkflugzeugen immer wieder irgendwelche woanders fotografiert haben mit anderer Tarnung. Ja, ja. Deswegen dann die Briten sogar dachten, die haben jetzt so eine HE-113 gebaut und die fliegt halt überall nachts. Was aber immer da irgendwie dasselbe Flugzeug, das angemalt war. Ja. Aber der britische Geheimdienst seiner Majestät hat dem Flugzeug sogar einen Codenamen gegeben, den ich jetzt aber gerade nicht mehr weiß. Uff, also die Geschichte ist auf jeden Fall ziemlich cool von dem Flugzeug. Ich würde an deiner Stelle nicht wieder dem ersten hinterhergehen. Wie gesagt, ein Loch am Sack. Hat geguckt, ich das haben die hier im Spiel gut gemodelt. Also selbst so ein Bomber, der dich mit dem Heck-MG trifft, macht dich eigentlich kampfunfähig. Sagen, wir gehen gleich auf die unter uns hier, I-100, die I-15 und also die beiden Furies. Also was dieses Ding halt mega kann für sein Battle-Rating, es hält sau viel Speed aus, behält diesen Speed sehr gut und es beschleunigt auch echt gut. Also das ist ein wirklich fast reiner Boom-Zoomer, mit der Option zu turnen, wenn du alleine bist. Ich gehe mal auf die I-100, auf die I-15. Gehe ich auf die Furi. Iolo Polo Tiu. Jo. Sehr gut, I-15 gekrittet. Aber du merkst, was ich meine mit dem Speed, ne? Ja, das Coole ist also, im Gegensatz zu den 119ern fühlt sie sich dabei trotzdem noch gut an. Ja. Und wie gesagt, im 1 gegen 1 kannst du mit dem Ding auch echt gut turnen. Pass auf, die Furie kommt in deine Richtung. Diese Furries, diese Furries immer. Treffer. Hinter dir hängt eine CR. Ja, ich behalte mal meine Geschwindigkeit. Ich guck mal, dass ich die von dir wegnehme. Nein, bitte nicht. Ich glaube, sie geht weg. Der Nimrod fliegt auf mich zu. Das ist jetzt ein Problem, die haben sich fast alle auf uns eingeschossen. Also sie beobachten uns jetzt. Ja. Wo bist denn du überhaupt? Da hinten. In der Nähe, über der Nimrod, über der Furi. Ja. Ich verziehe mich mal ein bisschen, komme jetzt wieder zurück. Uiuiuiui, nicht treffen. Also, ich habe kein anderes Flugzeug, wo ich so sehr darauf achte, dass sie mich gar nicht treffen. Ja, komm, bleede deinen Speed, Nimrod, bleede deinen Speed. Ja, nimm sie dir, hol sie dir. Ja, hab sie. Trotz, dass sie nur 3 P-Shooter hat, irgendwie bei der machen die echt Damage. Ah, es geht. Kannst du Cookie Eater kriegen? Ich versuch's gerade, aber ich glaube, ich habe irgendwas hinter mir. Ja, du hast die CR hinter dir. Ja, ich muss noch ein bisschen Speed aufbauen. Ich gehe auf die CR. Okay. Ah, die 15 kommt auch wieder. Oh mein Gott, jetzt sind es aber viele hier. Wo sind unsere Teammates? Kann es sein, dass du schon Leck hast im Flügel? Ja. Au, ich noch nicht. Nee, glaube ich jetzt die J11 hinter mir. Ja. Wow, jetzt kommen unsere Teammates, jetzt! Sehr schön, ja, kommt ruhig, wir haben sie weich geklopft. Achso, ich dachte gerade, wer schießt noch ein bisschen die Bodenfahrzeuge? Also ich brauche Hilfe mit der CR, die outpowert mich. Okay, ich bin unterwegs. Wir laufen, na gut, ist erledigt. Ich bringe eine I-15 mit. Nein. Okay. Ich flieg unter dir durch. Mhm.
gekrittet. Die 15 brennt. C714 ist auch gekrittet. Sie geht mehr hoch hinterher. Sie bleedet ihren Speed. Sie verliert ihren Speed. Ja, ja, da. Mensch, ich habe ja noch Pilot eine Pilot ist ziemlich matschig. Eine D4 bei mir. Ich komme zurück. Ich glaube, sie stürzt, oder? Nee, ja, nicht. Nee, der ist gut. Also der hat echt schöne Manöver mit mir gezogen. Ich glaube, der ist auch ein bisschen höher als die regulären Spiele auf dem Battle Rating. Ist halt aktuell so, da gehen die Leute einfach mal runter ins Bär, um einfach mal nicht vom Battle Pass genervt zu werden. Ja. Fiesi ist okay, raus, Nimrod in Richtung Westen, war aber 5 Kilometer entfernt. Ich bin hart irritiert, weil ich habe ein Ölleck, aber kein Wasserleck. Also wie viel Glück habe ich bitte gehabt? Mein ganzes Flugzeug ist orange. Ich habe dasselbe. So, ich fliege aber mal zurück jetzt, weil die Nimrod ist auch über ihrem Airfield. Ja. Ein bisschen Leistung aber raus. Ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen, was den Spaß mit dem Ding angeht, oder? Nö, das Ding ist definitiv cooler als eben das. Ah, sehr schön. Du hast halt mit 1500 Schuss fast ein America-Feeling mit dem Ding. Oh mein Gott, der Flak am Boden hat mich angezündet. Bitte? Ernsthaft? Ernsthaft. Welche war das? Markier sie mir. Die hinter mir. Das sind viele. Moment, wieso kann ich dein Ziel gerade nicht markieren? Ah, ich glaube, ich weiß welche. Die hier. Ja, die genau. Die schießt wie gestört. Hast du meinen Kumpel genatzt? Ich muss es doch zurückschaffen. Wir hatten die Flugplätze hier so weit auseinandergebaut, ey. Boah, die Flak hier schießt aber echt übel. Jetzt habe ich ein Leck im Flügel. Viele Lecks. Das merkt man direkt. Also hast du auch Leck im Flügel? Ich habe, glaube ich, nur noch Lecks. Ja, aber siehst du, dass der Rauch so aus den Flügeln kommt? Ja, aus dem Heck. Nee, doch auch aus den Flügeln, ja. Ja, also das ist direkt, hast du direkt Wasserdampf, was aus Flügeln rauskommt, was ich ziemlich cool finde. Ja, ich werde auch Lara gerade heißen für ihre Geschwindigkeit. Ja, also wie gesagt, wenn die Kühlung ein Loch hat, ist vorbei mit der Kühlung. Ich hab doch jetzt Löcher da, das musst du doch auch kühlen. Ja. Macht auf jeden Fall Löcher in eure Wasserkühlung im PC, das sorgt für extra Kühlung. Nein, am PC habt ihr ja keinen Flugwind, aber hier müsste ich doch im Schnee Alter. Und... kalt. Wenn ich hinter mein Flugzeug gucke, das sieht halt einfach aus, als würde ich eine Wolke hinter mir herziehen. Wenn ich das jetzt... Oh, sehr gut. Wenn ich jetzt meinen blauen Raucher mache, sieht das aus wie die Fahne Lettlands. Estlands meine ich, nicht Lettlands, Estlands. Aber wir gewinnen. Und ich schaffe es, ich überlebe. Challenge los. Accepted. Lauf, geh runter. Zeh runter, Mann. Ja. Ich habe eh keine Munition mehr. Das hätte ich noch. Ich würde die gerne abwerfen, um leichter zu werden. Aber nee, das Ding macht immer wieder Spaß, das ist schön. Wenn ich sie rausschieße, werde ich auch langsamer, ist halt auch nicht gut. So, und zum Abschluss machen wir etwas, was ich glaube ich auch irgendwann mal gewünscht wurde. Nämlich die U87G-Variante gegen Bomber einsetzen. Was, gegen Bomber? Nee. Klar, das wurde sich gewünscht irgendwann mal. Ja, aber das musst du auf einem höheren Battle-Rating machen. Da kommst du ja nicht hoch, aber hier. Luftzielmunition rein und gut ist. Also ich bin beeindruckt, wenn du einen triffst, der dich sieht. Klar, wenn du auf jemanden anfliegst, der nicht mitkriegt, dass du da bist, wird funktionieren. Ich bin generell beeindruckt, wenn irgendwas in die Richtung, was ich jetzt vorhabe, klappt. So, die Stuka-G-Variante war die letzte Version der U87. Entwickelt wurde sie an der Ostfront. Die Idee kam von Hans-Ulrich Rudell, einem Stuka-Ass-Piloten, der sich dachte, dass 237er Flakkanonen sich ziemlich gut an seinem Flugzeug machen würden. Die Bordkanone, oder kurz BK-37, war geboren. Die G-Variante, Spitzname Kanonenvogel, war mit guten Piloten sehr erfolgreich. Unsere G2-Variante hat die Flügel der D5 Stuka. Und noch ein klein bisschen Trivia, die Stuka G-Varianten beeinflussten auch die Idee und das Design der A10 Thunderbolt 2. Und alle, die an dem Projekt beteiligt waren, mussten
Rudels Buch Stuka Paidet lesen. Ja, gehört, wenn ich mich nicht täusche, zu den 10 berühmtesten deutschen Piloten. Ach, und Rudel, Rudel, Rudel. die Amis mussten seine Bücher lesen, wenn sie A10 fliegen und bauen wollten. Oder sein Buch, eher gesagt. Ja. Ich muss zu meiner Schande behaupten, ich habe nur die Default-Munition. Strike Aircraft, ne? Ja, also ich wollte jetzt nicht versuchen, vom Boden zu starten, da hochzukommen. Ja, die Dinger wiegen so ein bisschen was. Ja, die Steigrate, ja gut, 9,5 Meter die Sekunde Steigrate ist jetzt nicht so schlecht, aber. Nö, das Ding hat auch ziemlich gute Flügelfläche fürs Gewicht. Aber die Kanonen wiegen halt auch ein bisschen. Ja, ich find's schade, dass die U-87er nicht mehr so gut turnen wie früher. Ich fände es cool, wenn man die Kanonen abwerfen könnte, wenn sie leer sind. Aber dann hat man, glaube ich, gar keine Bewaffnung mehr. Nee, okay, doch nicht so Nee. gut, doch nicht so schlau. Ja, ich frag mich, warum die. Du hast ja eigentlich im Knick 762er, da wo die Räder sind. Ob die wirklich den Kohl so fett gemacht hätten, vom Gewicht her. Ja, das wäre zu viel gewesen. Okay. Ich hätte dafür einfach den Heckschützen und das Heckgewehr rausgelassen. Ja, zum Beispiel. Oder dem Heckschützen halt nur ein MG gegeben. Für was braucht ihr überhaupt zwei? Ja, sowas in die Richtung, ja. Ich mag die Stukas aber von der Optik. Ich mag sie auch. Sie sind halt nur ziemlich schnell outdated gewesen. Ja. Aber sie haben am Anfang des Krieges echt Schaden angerichtet. Generell diese Sturzkampftaktiken. Ey, das fliegt nicht so weit oben, hallo? Wir sind da nicht so gut Ja, drin. eben. Was genau wollen wir hier? Ja. So eine PBY wäre ein schönes Ziel, aber da muss sie auch erstmal runterkommen. Komm, irgendwann kommen sie runter. Vorher haben wir die Jäger am Sack. Wenn ich aber den Jäger treffe, bin ich auch zufrieden. Mit der Kanone, nicht mit deinem Flugzeug. Das Ergebnis ist das gleiche. So, ob ich treffen Jäger mit dem Ding, was kommt, Crit. Also da ich teilweise AP-Munition drin habe, wäre es sogar nicht mal abwegig. Ja, Vielleicht vor mal nur Hits uns. zu bekommen. Oh Gott, ich habe jetzt schon keine Lust. Kommt her, meine Freunde. Ihr seid doch genau die Gegner, die ich nicht suche, aber. Ja, abdrehen bringt jetzt wenig. Wir sind zu langsam dafür. Ja. Welche? Die Ich beiden nehme. Kizena? Ja. Die beiden Kizena. Die denken sich jetzt, oh mein Gott, das sind aber schöne Ziele. Langstreckentreffer, komm, wie wär's? Puff. Ja, du hast es geschafft, Mann. LOL, Alter! Sauber. LOL, zweimal! Siehste, und du hast dich eben noch aufgeregt, ey. Ja gut, wenn die Add-ons machen, sind sie ja selber blöd. Selber blöd. Die Hurricanes kommen. Oh Mann, wie blöd war das denn gerade? Aber es sah voll geil aus. Also wie die da so dann rumgeflogen sind. Na Okay, war komm schon. nice. Ja, Sehr schön, sehr schön. ich hab ne Hurricane, na so eine Sea Hurricane. Wie dumm war das denn? Aber ich hätte ehrlich gesagt erwartet, Ja, dass es ich. die kleinen Doppeldecker mehr zerreißt. Ja, ich hatte. Das ist voll geil gewesen. Aber jetzt habe ich auch keine Munition mehr. Ja, 24 Schuss ist halt echt nichts, ne? Ja. Geh runter auf Bodennähe, dann hast du mit Ja, dem ich Gunner bin eine bessere unterwegs. Abdeckung. Ich bin unterwegs nach unten. Jetzt gib ihm! Sehr schön. Hahaha. Und jetzt lernst du, dass japanische Flugzeuge ausbrennen. Und aus Reispapier bestehen. Und eigentlich nicht, die brennen nicht aus, die machen einfach puff und weg sind sie. Stimmt, ja. Es geht einmal kurz. Der ist Plopp. direkt rausgegangen, sein Wrack ist weg, da fallen nur noch die kleinen Stückchen runter. Ah, ne, da ist doch sein Pilot, der hängt ja noch in der Luft. Toll, jetzt darf ich dir zugucken. Kannst du nicht mal sterben wie ein Mann? Das mache ich gleich. Ich gehe jetzt nochmal nachmunitionieren, dann hole ich mir die anderen auch noch. Unglaublich, jetzt ist er sogar vor mir. Aber das war kein Hauptkanonenkill. Einen habe ich gemacht. Die Sea Hurricane.
unglaublich, dass sie einfach so strunzdumm Head-Ons mit uns macht. Ich verstehe das auch nicht, aber hey. Also generell würde ich kein Head-On mit einer 87 machen, weil du hast so oft die Möglichkeit, entweder die 37er, die 20er oder die 200 Millionen 762er zu erwischen. Ja. Das also da gibt es ja Varianten, die können irgendwie... Warte, wie viele sind das denn? 8 762er oder mehr sogar? 12? Stimmt, wenn du die Gondeln unten dran hängst. Ja, ne? Eben. Oder halt 420er. Ja. Plus nochmal 220er in der Flügelwurzel. Nee. Die haben sich halt gedacht, oh mein Gott, das sind nur Jus. Pock, waren sie raus. Hätte dieses Ding, keine Ahnung, so 60 Schuss oder sagen wir mal 40 Schuss, würde ich das öfter fliegen. Ja, aber in der Regel ist es halt so ein One-Way-Trip mit dem Ding. Ja, ich bin auch überrascht, dass ich es endlich noch zurückmache. Ich bin irritiert davon, dass die Hurricane einfach abgelassen hat von dir. Sie hat gesehen, dass ich ihren Kollegen kaputt gemacht habe, dann hat sie Angst bekommen und ist weggeflogen. Ach so. Also bei mir funktioniert das andersrum. Wenn ich sehe, dass jemand meinen Kollegen platt macht, will ich ihn sogar totrammen. Ich komme auf den Kollegen an, ne? So, ach, ja. Och, der nur. Oh. Du solltest mal langsamer werden. Du hast Bremsklappen, glaube ich. Ja, nee, hat die leider nicht. Ach stimmt, die Kanonenvariante hat das ja nicht. Nee. Die hat nur Startklappen. Ah, okay, die Kanonen, die Rückseite der Kanonen hängt so weit nach hinten. Deswegen sage ich doch, werf die Dinge ab, wenn es leer ist und gut ist. Kostet auch kaum Geld. Ja, mein Gott. Die 200 Silberlein, die mich das kostet, ja. Ich meine in der Realität. Was halt generell das Phänomen, was man auf sie das... Tipp da über. Nein, sehr schön. Dass hier so Sturzkampfflugzeuge oder Kassflugzeuge frontal angeflogen werden. Ich sehe das auch voll oft gegen so 6er oder I-10er. IL-2 oder sowas. IL-2, ja. Und die haben ja auch oft 37er und sowas. Und dann denke ich mir, warum? Warum geht die das Ding jetzt offen frontal an? Kann man noch erinnern, mit der IL-2, also eigentlich ständig da mit den Luft-Luft-Gefechte, weil die 223er halt einfach alles weggeschreddert haben. Ja. Das finde ich halt dann auch, okay, man nimmt es gerne mit, ne? So kann man die ja gut schnell ausbauen. Ja, ja. Das Einzige, was ich bei dem Ding noch ein bisschen mehr wünschen würde, wäre mehr Leistung und eine bessere Kühlung. Ja. Aber ja, schade, dass wir die U-137 nicht ins Spiel bekommen werden. Nicht? U-187 war es, glaube ich. Super Stucker. War die, weil es Ding nicht gab, oder? Warum werden wir sie nicht bekommen? Teile wurden gebaut, aber ich glaube nicht, dass sie fertig gebaut wurde. Ach, irgendwann gehen Gaijin die Ideen aus und dann kommt auch sowas. Also, lass mal kurz nachgucken, während du da startest. Gibt die überhaupt noch was? Ja, 2 Stück, okay. Nee, wurde gecancelt. Vom Reichsluftfahrtministerium im Herbst 1943, weil das Projekt mit Bombenzuladung nicht wesentlich effektiver gewesen wäre als die U-87. Na gut. Komisch, damals haben die das gecancelt. Jetzt heutzutage nehmen wir das Projekt Eurofighter. Ja, das ist mit Bombenbeladung, Zusatztank, das ist nicht mehr effektiv. Egal, wir machen es. Hey. Hey, wir haben ja damals nichts gelernt. Hey. Ja, das Ding wäre ziemlich cool gewesen. Stell dir mal vor, das hätte so ein Heck wie du jetzt, aber sobald es abgehoben ist, hättest das Seitenleitwerk nach unten gedreht, sodass der Schütze eine freie Sicht nach hinten gehabt hätte. Okay, das ist krass. Ja, und der Schütze sollte sogar eine 13er und eine 15 mm haben. Also, wäre cool gewesen. Ja, ist cooler als meine 7. Oh, jetzt hatte ich dann den Boden gerammt, bevor ich ihn abschießen konnte. So, was haben wir denn noch? Ich wette, ja, ich schätze mal, das ist der Bomber. Ein PBY? Denke ich mal zum Airfield. Was habe ich denn noch? Habe ich noch genug Orders? Obwohl, ja. Ich hätte noch genug, aber sag ich jetzt nicht für eins. Also ich habe nur noch 10 blinde Jagd, also ich möchte jetzt eigentlich nicht rausballern. Ich überlege gerade, guck mal, ich habe noch 15 blinde Jagd und 13 mal Rächer. Ah, ich guck mal, wenn der nicht beim Airfield, der vom Airfield ist, dann jage ich es raus. Eh nicht. Sonst hätte man ihn schon mal aufblitzen sehen.
Na gut, ich, ja. Ach komm, was soll's. Die Dinger gibt's eh nachgeworfen. Im Battle Pass. Warte mal, Recher deckt auch auf, ne? Becher deckt auch auf, ja. Warte kurz, welches ist denn das? Ah, der ist über unserem Flugfeld, okay. Was, über unsere? Ja, der hat gerade unsere Basis bombardiert. Oh lol, eine SM-79. Ist aber weit außen rum geflogen dann. Dieser Verräter. Also auch schon wieder geil. Deutschland, Russland, Russland gegen alles andere. Deutschland, Russland, Russland. Deutschland, Russland, China. Entschuldigung, ich habe nur Kommunismus in meinem Kopf gehört. Nur die Schweden dürfen nicht mit. Lass mich, ich bin gerade aufgestanden. Ich sollte aufhören, das immer als Entschuldigung zu nehmen, glaube ich. Die Leute denken, du bist immer gerade aufgestanden, egal wann wie das Video kommt, wann aufnimmst. Es stimmt halt leider. Also wenn ich aufnehme, stehe ich kurz davor in der Regel auf, weil ich so ein Mittagsschlaftyp bin. Ist halt die Frage, kommt der runter, kommt der nicht runter? Ah, wo ist er? Ah, er kommt runter. Okay. Und bei dem Tempo, der runterkommt, vielleicht rippt er sich ja sogar die Flügel. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Jetzt hinter mir, über mir. Das Ding kann ziemlich Speed aushalten. Ich finde das auch optisch ziemlich cool. Das ist der Drei-Motorige, ne? Genau. Ja, die finde ich cool. Deswegen bin ich doch immer noch gemein, dass die Tante Juno nicht im Spiel ist. Ja, Obwohl es hätte ich auch ja gern. schon ein Model dafür gab. Irgendwann im Battle Pass oder so. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Weil, klar, die Tante Ju, die Yuzi, die Ju, Was war es? 85? Nee. 52. 52, Ist jetzt nicht sonderlich effektiv gewesen, aber du hast halt zumindest oben auf dem Dach einen 762er Gunner, unten in so einem Topf unterm Rumpf ein und ich glaube 500 Kilo an Bomben oder 400, irgendwie sowas. das ist halt auch das, was halt für den Battle Pass gut ist. Fahrzeuge, die halt coolen Sammlerwert haben, aber nicht effektiv sind. Ja, also im Deswegen Launch hier halt. kann ich mir das Ding gut vorstellen. Deswegen. Was mit dem EBR ja so kacke. Weil Premium-Fahrzeuge sollten halt die Decks ergänzen und beim Grinden helfen und nicht die Team carryen oder so. So sehe ich das. Ja. Oder, also es sollten halt zumindest größtenteils Fahrzeuge sein, die nicht in riesen Produktionszahlen gebaut worden sind. Weil du Ja. nimmst halt dem Tech Tree einfach was weg. Ja. Ich wette, niemand hätte was gegen den Tech Tree EBR gesagt. Das wäre auch dann nicht so ein großes Problem gewesen. Ja. Ist halt schade, jetzt kommt die zweite EBR-Variante wieder als so ein Eventfahrzeug und ich weiß halt echt nicht, was noch in den Tree kommen soll, weil davon wurden, ich glaube, 8000 Stück oder so gebaut. Und wir haben jetzt, glaube ich, die beiden meistgebauten Varianten einfach als Eventfahrzeuge. So das Prototyp-Ding, was eigentlich nur einmal gebaut wurde, kommt dann, Mit der 105er dann. was irgendwie gar nicht effektiv ist oder so, kommt. Na, spannend, war schon zu nah am Airfield. Na gut, komm. Also es gibt noch den EBR mit dem AMX 13 Turm, dem ganz kleinen. Okay. Der wäre noch möglich, aber auf wie viel Kilometer hast du gerade gefeuert? Zwei, drei. Nee, vergiss es. Lol. Ja, war die Flak, ja. Ich war zu nah am Airfield. Aber Ich du hast dachte, es dass wenigstens es. versucht. Ich dachte, es wäre okay gewesen von der Entfernung, aber nein. Diese mit Sprengstoff gefüllten Bäume. Ich Ja. finde das echt schade. Ich hätte gern so ein Schadensmodell wie in IL-2, wo die Flügel dann abknicken zum Beispiel. Ich finde es halt komisch, dass sie das nicht einfach übernommen haben. Das ist Ja, ja gut. quasi deren alte Dargo-Engine und alte Engine und. Ja, das würden wahrscheinlich dann die Hälfte der Spieler halt einfach nicht mehr schaffen. Ach komm, IL-2 ist so alt. Ja, aber wo ich muss sagen, wenn ich die Physik auf voll hochstelle, also auf meinem alten PC habe ich da auch mal Frame-Einbrüche gehabt. Klar, aber ich meine trotzdem. Man könnte ja eine abgespeckte Variante nehmen. Man braucht ja nicht in jedem Flügel irgendwie 60 Bruchstellen. Genau, ja. Also Irgendwie momentan sowas. haben wir Das ja ist. zwei oder drei.
Und die sind nicht mal physikalisch Ja, animiert. wir haben eins in der Mitte der Flügel, eins am Flügelhorn. Und an der Spitze. Und an der Spitze, ja. Ja. Und egal, wie du getroffen wirst oder wie du was triffst, es sind immer dieselben Risse und die Ja, entstehen. am besten sind die Schüsse, die dich in den Rumpf treffen und die Flügel zerbrechen einfach außen weg. Ja, weil das dann, ne, und so Ne, muss so. und ja. So, auf jeden Fall genug über das Schadensmodell gelästert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.